Die Stärke von Musik-PR liegt auch darin, dass wir ganz stark auf visuelle Aspekte achten. Das heißt, ein Künstler, aber nicht nur Künstler, sondern auch Firmen, anhand von Videos oder Videoproduktionen bzw. Dokumentationen über verschiedene Betriebe oder Künstler oder einen Videoclip produzieren. Und das ist heutzutage sehr wichtig. Jeder kennt YouTube. Es ist auch erwiesen, dass Besucher einer Homepage eine gewisse kurze Zeit auf der Homepage sind, um zu lesen. Viel lieber wird geguckt, das heißt Videos anschauen. Und auch diese Punkte sind sehr, sehr wichtig, ob das jetzt als Interpret ist oder ob das jetzt als Firma ist. So präsentiert man sich am einfachsten, am schönsten und vor allem am informativsten.